unter der Patronanz der Volksbank starteten die Falcons am Stetten in den weißen Dressen gegen die Iron Scorps Steyr ins neue Jahr. Die Falken legten einen starken Start hin. Die Amstettner haben trotz dem momentan letzten Tabellenplatz viel Schwung, da sie stark auf den Aufbau der Jugend setzen. Wir sind seit Jahren jetzt schon Kooperationspartner auch vom Basketball. Vor allem auch die Jugend liegt uns sehr im Herzen und der Verein wächst im Jugendbereich sehr, sehr stark. Ab dem 12:12 bekamen die Gäste die Oberhand. Steyr konnte immer um 1 bis 3 Punkte Vorsprung halten. Obwohl beim Basketball 3 Punkte gar nichts sind, rannten die Falcons diesem Vorsprung hinterher. Grund war außer Wurfpech auch die Verteidigung. Stand nach einem Viertel 17:20. Viele blöde Eigenfehler gemacht und in der Defense die letzte Konsequenz gefehlt. Bis zur Halbzeit war der Abstand wieder auf 36:37 verringert. Beim Match war noch alles offen. Die kämpferischen Amstettner waren wieder voll motiviert, das Spiel zu drehen. Im Basketball muss man immer nach vorne denken. Es zählt immer das nächste Play, das nächste Game. Und so ging es im dritten Viertel hin und her. Nach einer 42:39 Führung der Gastgeber kam es nach 5 Minuten wieder zum Ausgleich. Bis kurz vor Schluss des dritten Viertels stand es 51:51. Dann legten die Steirer noch 2 Punkte nach. Im vierten Viertel ließen sich die Iron Scorps die Führung nicht mehr nehmen und bauten diese in den letzten Minuten auf 67:72 aus. Mit diesem Endstand bleiben die Amstettner weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Ja, es war sehr spannend. In jedem Viertel ist es eigentlich hin und her gegangen. Ein starker Beginn von den Amstettnern, da sind die Steirer zurückgekommen. Ja, und bis zum Schluss war es eigentlich ein Spiel auf Messerschneide und hätten auch die Amstettner gewinnen können. Ja. Für eine Teilnahme am oberen Playoff müssten die Falcons alle nächsten 4 Spiele gewinnen. Das scheint momentan nicht realistisch. Wir sind auf einem guten Weg, weil wir haben eine sehr junge Mannschaft. Und wir als einziger Routinier. Und die Zukunft sieht gut aus, aber für heuer wird es noch schwer, dass wir reinkommen, ehrlich gesagt. Die Zuschauer sind trotzdem begeistert. Die gute Einstellung ihrer Falken und das zukünftige Potenzial sind Grund genug, hinter der Mannschaft zu stehen.